Hallihallo und willkommen zurück in Orgrimmar. Wir sind gerade auf dem Weg, die nächste Quest zu machen, eine sterbende Welt. Und dazu werden wir jetzt einmal das Portal nach Uldum bemühen. Hoppala, wo ist es? Da. Und uns zum nächsten Ort begeben. Das ist immer noch auf Kalimdor, aber weiter im Süden. Und dann sparen wir uns eine lange Anreise. Deswegen steht es da, dass das optional ist. Wir müssen nach Sidithus. Wir können zum Glück dahin fliegen. Aber ich sage euch direkt vorneweg, was jetzt hier passiert, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich habe es ja schon einmal gespielt. Grundsätzlich, genau, da müssen wir hin. Hier ist Orgrimmar, da sind wir jetzt, da müssen wir hin. Aber den Teil, den habe ich noch nicht so richtig verstanden. Aber, also, erstmal, was ihr wahrscheinlich wissen müsst, Azeroth, die Welt, lebt irgendwie. Also ich glaube, in der Geschichte ist das quasi ein Titan oder etwas Titanenähnliches, was auch immer. Und ja, das, so ist es halt. Hoppala, die Viecher hier sind aber ganz schön stark. Also der Azeroth als Welt lebt. Das ist quasi auch ein lebendes Ding irgendwie. Und ja, das Problem ist jetzt, dass Azeroth stirbt. Laut dem, was Magni hier gesagt hat. Magni ist oder war, da bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, König der Bronzebärte, quasi der Zwerge. Ich bin mir nicht sicher, ob Magni sich noch diesen weltlichen Dingen so widmet, weil er, wie ihr seht schon, er redet mit uns. Wir gehören zur Horde, die Zwerge gehören eigentlich zur Allianz. Ich weiß nicht, was mit Magni passiert ist. Also irgendwas ist da noch, aber er war auf jeden Fall mal König der Zwerge. So viel weiß ich. In Eisenschmiede. Also nicht aller Zwerge, das ist aber alles ein bisschen kompliziert. Es gibt ja noch Flugzwerge und es gibt ja verschiedene Völker, aber die großen, die in den ja, in den Vereinigungen sind, wie Horde und Allianz, da geht es ja meistens drum. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind und wo wir hin müssen. Da ist irgendwas. Magnis Lager. Ja, das sieht gut aus. Ach, guck mal an, hier sind noch ein paar mehr. Also ich schätze irgendwie, ich müsste hier runter. Kann das sein? Nicht? Na gut, dann müssen wir erst da oben hin. Wo ist er denn? Hier. Ich spreche für Azeroth. Genau, er ist jetzt anscheinend irgendwie Botschafter von Azeroth. Da seid ihr ja, wir haben keine Zeit zu verlieren. Belohnung eingeheimst? Unsere Welt ist dem Tode geweiht, Nico. Sageras Schwert hat eine tiefe Wunde hinterlassen. Ihr Schmerz macht die Elemente rasend. Sageras ist der Anführer der brennenden Legion. Das ist so eine, ja, sind quasi die Dämonen, die eigentlich alles kaputt machen wollen. Ich kann die Stimme Azeroths hören, aber sie braucht mehr als ihren Sprecher. Genau, er ist jetzt Sprecher von Azeroth, hatte ich, glaube ich, schon gesagt, gedacht, was auch immer. Aber wie gesagt, wie er dazu geworden ist, das, keine Ahnung. Sie braucht ihren Champion. Weit unter uns liegt ein uraltes Titanengewölbe, die Herzkammer. Ich spüre, dass sie dort mit euch Zwiegespräche zu halten wünscht. Kommt mit mir in die Kammer. Es könnte unsere einzige Chance sein, sie zu retten. Jawohl. Zum Eingang der Kammer geht es hier entlang. Kommt schnell! Machen wir, Magni. Genau, dann müssen wir... Aha, jetzt können wir es benutzen. Ab in die Kammer. Ah, neue Screens. Oh, diese Kammer ist verloren. Sie hält nicht mehr lange stand. Seht, was die Titanenschalttafel euch zeigt. Die Titanenschalttafel zeigt eine Reihe von Dateneinträgen an. Ihr könnt einen auswählen, um ihn euch näher anzusehen.
Ihr habt tapfer gekämpft, Sterbliche. Es ist Zeit. Wir müssen unsere Kräfte sammeln. Kehrt heim, Kinder von Azeroth. Illidan, unser Beitrag ist getan. Jede Wahl, jedes Opfer hat mich zu diesem Moment geführt, um mich ihm einmal mehr zu stellen. Ihr kehrt nicht mit uns zurück. Ihr Jäger ist nichts ohne die Beute. Habt ihr mein Schicksal nicht gesehen, Prophet? Schicksal? Unser Überleben hing nie vom Schicksal ab. Das Licht sei mit euch. Illidan Sturmgreif. Bruder, euer Kreuz so wird jetzt enden. Okay, ich glaube, ich habe es doch verstanden. Also jetzt. Weil ich die Geschichte jetzt besser kenne. Das gerade war quasi das Ende von Legion. Das eine war Illidan Sturmgrimm, ein schon ziemlich alter Nachtelf, der sich, ja, der Jagd nach den Dämonen quasi verschrieben hat. Und der andere, der große rote Typ, der sein Schwert hier reingerammt hat, ich schätze, das war Sargeras. Das ist eben dieser Anführer. Und ehemaliger Titan, beziehungsweise ist immer noch ein Titan, deswegen haben die anderen Titanen, das waren diese großen Heinis, gesagt, hey Bruder, hier ist dein Kreuzzug jetzt zu Ende, was auch immer. Und Illidan ist da oben geblieben, um gegen Sargeras zu kämpfen. Er ist der Jäger des Sargeras. Er hat auch zwischendurch mal ein paar andere Abwege genommen, aber auch da, ja, viel in der Vergangenheit passiert. Die anderen waren quasi auch noch von den Streitkräften Azeroths. Das eine ist hier Magni Bronzebart, genau, hatten wir ja schon. Das andere war Khadgar von den Kirin Tor, ein Magier, der dann noch nebenstand, den hat man nur kurz gesehen. Ist quasi aktuell Wächter, bin ich mir gerade nicht sicher, weil ich eigentlich gibt es keine Wächter mehr. Aber da fehlt mir noch was dazwischen in der Story, das muss ich auch alles noch nachlesen. Aber er kümmert sich auf jeden Fall immer über auch um so übergeordnete Angelegenheiten mit Horde und Allianz. Und dann war da noch der Anführer der Draenei auf Allianz-Seite, Velen, der Prophet Velen. Genau. Und dieses Schwert hat anscheinend Azeroth stark beschädigt. Und da setzen wir jetzt an. Ha, sehr schön. Azeroth schreit vor Schmerzen. Ich höre die Schreie der Welt unter meinen Füßen. Azeroth windet sich in Schmerzen. Wir müssen einen Weg finden, ihr Leiden zu lindern. Was will Azeroth von mir, Magni? Azeroth ruft euch. Sie bietet euch ein Geschenk.
geformt aus ihrer eigenen Essenz. Das Herz von Azeroth selbst. Erfüllt dieses Amulett mit Macht. Das ist womöglich der einzige Weg, sie zu retten. Ja, damit haben wir jetzt ein neues Ding bekommen. Unsere Welt braucht uns, Champion. Das Herz von Azeroth. Das ist der Schlüssel zur Heilung ihrer Wunden. Die Stimme Azeroths wird schwächer und schwächer. Wenn das Siegel an dieser Kammer bricht, wird ihre Seele für immer verloren sein. Wir haben nur eine Chance, uns alle zu retten. Absorbiert das Azerit in dieser Kammer in das Herz von Azeroth. Entfesselt dann die Macht des Amuletts, um den Riss in der Mitte des Siegels zu schließen. Azerit kann eine zerstörerische Macht sein, aber wenn es durch euer Amulett kanalisiert wird, kann es sogar die Welt heilen. Genau, so, wir bekommen und auf uns wartet eine dieser Belohnungen, bla bla. Das Siegel an dieser Kammer schützt die Weltenseele, aber durch all das hereinbrechende Azerit hält das Siegel nicht mehr lange stand. Tja. Wenn ihr das Azerit mit dem Amulett absorbiert, sollte seine Macht das Siegel der Kammer erneuern. Okay, dann versuchen wir das. Also das ist jetzt ein mächtiges Artefakt, welches ja von der Welt selbst uns geschenkt wurde. Hoppala, doch, hat geklappt. Damit wir die Welt selbst retten können. Setzt das Herz von Azeroth ein, um das Siegel wiederherzustellen. Wo einsetzen? Hier. Einsetzen. Entschuldigung, ich habe gedacht, ich sollte es irgendwo reinsetzen. Naja. Ha, ich glaube, es funktioniert. Weiter, nur noch ein bisschen. Ich habe das Gefühl, ich stehe gefährlich. Gut, sonst wäre es schnell vorbei gewesen mit uns, wenn unsere Welt plötzlich kaputt geht, wa? Diese Steine stecken voller Geschichte. Das war wirklich knapp. Jetzt habt ihr die wahre Macht des Herzens von Azeroth gesehen. Es ist aber noch ein langer Weg, bis wir die Welt geheilt haben. Übrigens, das ist wieder ein Storystrang, den ich besser finde. Was ist das hier für eine komische Info? Auf euch wartet eine dieser Belohnungen. Roben des Champions, Krone des Champions oder Mantel des Champions. Ich habe auch andere Addons installiert, die mir hier quasi so ein bisschen sagen, was ich anlegen kann, soll, was auch immer, um ja, das einfacher zu halten. Wie gesagt, ich bin überhaupt kein Experte, ich bin ein ziemlicher Noob eigentlich, was das ganze andere Zeug angeht. Ich würde sagen, wir nehmen den Mantel des Champions. Die Seele der Welt ist vorerst sicher. Ich kann Azeroth wieder hören, obwohl ihre Stimme immer noch schwach ist. Die Elementare auf der Oberfläche haben sich wieder beruhigt. Das Herz von Azeroth hat diesen Ort wieder stabilisiert, obwohl es nur über einen Bruchteil seiner Macht verfügt hat. Kehrt nach Orgrimmar zurück. Setzt eure Verbündeten über das, was hier geschehen ist, ins Bild. Erinnert sie daran, dass ganz gleich, was in ihrem Krieg passiert, unsere Welt gerettet werden muss. Das hatte ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Wir sprechen uns bald wieder. Der Kampf um Azeroth hat gerade erst begonnen. Das ist ja auch diesen Storys dran. In dunklen Zeiten wird es euch den Weg weisen. Ich werde nach Wegen suchen, die Wunden zu heilen, die Azeroth erlitten hat. Wenn ich eure Hilfe brauche, erreiche ich euch über diesen Talisman. Ich mag ihr Sprecher sein, doch ihr seid ihr Champion. Und sie braucht eure Hilfe in diesem Kampf. Und das werde ich sehr gerne und tun. Ihr wisst, was zu tun ist. Die Plattform teleportiert euch zurück zu euren Verbündeten. Viel Glück uns allen. Vielen Dank. Ja, das werde ich gerne tun, weil das ist tatsächlich der Teil, der mir besser gefällt und den hatte ich tatsächlich ein bisschen verdrängt, weil der Rest in den Vordergrund rückt. Dieses Ganze gegen die Allianz sein und hier geht es jetzt um unsere Welt.
Da ist Allianz und Horde einfach egal. Nun denn, dann gehen wir jetzt einmal zu Nathanos Pestrufer, dem Champion von Sylvanas. Ha, Noob, ich bin Champion von Azeroth, wie es anscheinend aussieht. Das ist ein viel coolerer Titel. So, der sitzt hier oben. Hallo? So. Weil hier haben sich jetzt quasi die Überreste von Unterstadt zusammengefunden. Weil Unterstadt gibt's ja jetzt so nicht mehr. Einige Verwundete, Mann, deutsche Sprache, schwere Sprache, die hier geheilt werden. Schauen wir mal. Mir nicht auf die Nerven. Hatte ich nicht vor. Man könnte sagen, ihr wart zur rechten Zeit am rechten Ort. Dieses Herz von Azeroth, das der Zwerg euch gegeben hat, könnte sich noch als sehr nützlich erweisen. Doch unser Hauptaugenmerk muss weiterhin auf dem Krieg liegen. Wir können keine Streitkräfte erübrigen, um Magni bei seinem großen Kreuzzug zu unterstützen. Die Allianz wird vor nichts zurückschrecken, um die Horde zu vernichten. Zum Glück hat die dunkle Fürstin einen Plan, um uns zu stärken. Kommt, der Kriegshäuptling hat uns mit einer äußerst geheimen Mission betraut. Die Zukunft der Horde steht auf dem Spiel. Lassen wir sie lieber nicht länger warten. Okay. Unser Kriegshäuptling verlangt nach euch. Eine Mission größter Wichtigkeit und Geheimhaltung. Aha, Geheimhaltung. Nun denn. Ich fürchte fast, diese Mission werden wir erst in der nächsten Folge annehmen. Na, oder wir machen sie da was länger, was soll's. Ich brauche jemanden, dem ich uneingeschränkt vertrauen kann. Die Horde gewinnt diesen Krieg nur mit Verbündeten. Der kleine König hat etwas, das ihm nicht gehört. Ich will es zurück. Ihr müsst Sturmwind infiltrieren und einen politischen Gefangenen befreien, der den Verlauf des Krieges entscheiden könnte. Zu unseren Gunsten. Seid ihr der Aufgabe gewachsen? Wir enttäuschen euch nicht, meine Königin. Oh, davon bin ich überzeugt. Schauen wir mal. Lernt euer Team kennen. Ich habe schon einen Trupp für euch zusammengestellt. Holt mir meine Beute. Wird gemacht. Kriegshäuptling. So. Lernen wir direkt auch noch statt dieser Hauptstadt hier von der Horde, Orgrimmar. Lernen wir jetzt auch noch die Stadt, die Hauptstadt der Allianz kennen, Sturmwind. Nun denn, lernen wir unser Team kennen. So treffen wir uns wieder, Champion. Hey, Mann. Gut, alle sind hier. Ja, die kennen wir. Beziehungsweise ich. Kurz zur Erklärung, Rokan kam, soweit ich weiß, schon in Draenor vor und hat auf da auf Seiten der Horde gekämpft. Viel mehr weiß ich nicht über ihn, außer dass er da irgendwie vorhanden war. Legion ist er mir jetzt nicht so der Begriff. Die erste Arkanistin Talysra allerdings schon, denn sie ist die Anführerin der Nachtgeborenen. Eine Elfenrasse, die sich genau wie die Blutelfen der Horde angeschlossen hat. Die in Legion zu Hause ist und dort in der Stadt Suramar gelebt hat und aufgrund der Herrschaft der Dämonen fast draufgegangen ist. Die wurden nämlich, zumindest die, die sich nicht gefügt haben, sie wurden quasi ausgehungert. Also die Elfen sind immer sehr von Mana abhängig und die Nachtgeborenen wurden von ihrem Mana abgeschnitten und wurden so zu den Nachtsüchtigen, bis wir sie dann tatsächlich heilen konnten von diesem, Mana Fluch mehr oder minder, dass sie das Mana so sehr brauchen. Genau, und sie ist jetzt direkt bei dieser Mission dabei. Fasst euch kurz. Die dunkle Fürstin hat ihr Vertrauen in uns gelegt. Wir werden nicht versagen. Ich hoffe doch. Meine Herrin ist wirklich sehr gerissen. Wenn wir Sturmwind erobern wollen, werden wir die Besten der Horde brauchen. Doch der Trupp muss klein genug sein, um unbemerkt ins Herz des Allianzgebiets vorzudringen. Nathanos mustert die versammelte Gruppe und streicht sich über das Kinn.
Ja, ich kann es genau sehen. Unser weiterer Weg liegt klar vor mir. Sprecht mit mir, wenn ihr bereit seid, die Mission des Kriegshäuptlings anzugehen. Machen wir. Ich habe einen Trank für jeden von euch, aber trinkt ihn noch nicht gleich. Bewegung. So, wir hätten das jetzt hier überspringen können, das möchte ich aber nicht. Wir werden jetzt einmal den Mantel des Champions anlegen. Deswegen haben wir jetzt hier oben so lustige Schultern. Nehmt einen Trank. Genau, also wir können mit ihm reden, dann können wir es überspringen oder wir nehmen den Trank. Aber wir möchten ja die Lore erleben, also werden wir den Trank nehmen. Pestrufers Sterbefix. Meine Königin hat für alles vorgesorgt. Unser Transportmittel wartet auf der Stadtmauer auf uns. Lasst uns aufbrechen. Der einfachste Ausweg, Warnung, wird euch töten. Ja. Einfach nur für den Fall der Fälle, dass wir, dass keine Geheimnisse der Horde an die Allianz weitertragen. So, dann werden wir jetzt mal hier schauen, dass wir hier die Himmelshornadler hier bemühen. Diese Kriegsadler werden uns zu unserem Ziel bringen. Seid ihr bereit? Dann steigt auf. Jawohl. Auf geht's. Wir müssen wieder quer über den Kontinent, theoretisch. Und auf die andere Seite, in die östlichen Königreiche. Jetzt bin ich gespannt, ob wir da jetzt schon sind oder ob wir uns erst noch vorbereiten oder sowas. Hört gut zu. In Sturmwind sind wir voneinander abgeschnitten. Ihr dringt mit Talisra und Rokan ins Verlies ein und befreit die Gefangenen. Unsere Späher haben einen geheimen Eingang entdeckt. Ich decke mit den Tauren euren Rückzug. Sollte die Situation ausweglos sein, nehmt, was ich euch gegeben habe. Es ermöglicht einen schnellen Tod. Also hier haben wir noch was womit Wenn wir uns pushen können. Wenn ihr die Gefangenen befreit habt, bringt sie zu diesem Schiff dort unten. Aber das machen wir später. So, ja. Wir infiltrieren jetzt Sturmwind. Ich werde euch finden. Viel Glück. War bislang noch viel zu einfach. Aber es ist ja zum Glück auch Nacht. So, dann. Sagt ihr noch was? Nein, wir müssen auf jeden Fall hier rein. Und rein da. Die siebte Legion ist hier. Wen immer wir rausholen, die Menschen lassen es echt nicht drauf ankommen. Ich gehe vor und spüre die Gefangenen auf. Gebt mir Deckung. Wir werden sie ablenken. Seid vorsichtig. Ah ja, da haben wir jetzt ein paar Menschen und Zwerge. Dann wollen wir mal schauen. Grüße. Es wäre halt gut, wenn wir diese nicht Alarm schlagen lassen. Genau. Bei dem Azerit-Bonus, den wähle ich jetzt mal nicht, weil ich nicht weiß, was ich nehmen soll. Weil ich mich noch nicht damit beschäftigt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das später ändern kann. Das ist halt so ein bisschen der Punkt dabei. So, haben wir das. Und weiter geht's.
einmal hier das Verlies aufräumen. Talysra hilft uns glücklicherweise. Und diese gucken zum Glück nur zu, wie wir hier ihre Gefährten töten. Warum auch immer, aber gut, soll mir recht sein. Zumindest in dem Fall. Man muss schon großes Pech haben, ausgerechnet heute Dienst zu haben, wenn die Horde hier einfällt. Nun denn. Schwimmen wir noch mal ein paar Dämonen hier. Ah, Rokan kommt uns auch helfen. Der ist, glaube ich, Schurke, deswegen kann er sich unsichtbar machen und ist hier so durchgekommen. Wenn ich mich jetzt noch nicht täusche, aber das werden wir, glaube ich, nachher noch sehen. Jawohl. Da kümmert ihr euch besser drum. Okay. Befreit Hochfürst Sauerfang. Hallo? Was braucht ihr von mir? Ihr glaubt, ihr wärt hier, um mich nach Orgrimmar zurückzubringen. Zurück zum Kriegshäuptling. Aber da irrt ihr euch. Was meint ihr damit? Werdet nicht alt. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit ich in dieser Zelle verbracht habe. Aber es spielt doch keine Rolle. Nach allem, was sie getan hat, kehre ich niemals zu ihrer Horde zurück. Vergesst niemals den Unterschied zwischen Loyalität und Ehre. Und betet, dass ihr niemals wählen müsst. Ihr kommt nicht mit uns. Wir wissen beide, ihr seid nicht wegen mir hier. Die, die ihr sucht, findet ihr am Ende des Gangs. Ich verstehe. Ihr seid euch sicher, Hochfürst? Bin ich. Champion. Nun denn, Hochfürst Sauerfang bleibt also hier. Ja, wir haben ja eben schon gesehen, wie er in die Gefangenschaft überhaupt geraten ist. Das war ja mehr oder minder freiwillig. Wenn man sagen muss, da hat er ja quasi Glück gehabt, dass die Allianz ihn nicht getötet hat. Aber nun denn. Hier geht's weiter. Unser eigentliches Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Wie mir zumindest die Map verrät. Unsere Isolation ist vorbei. Hä? Mann, warum tippe ich denn immer auf meine Verbündeten? Ich kann mit Tab zwar den nächsten Gegner auswählen, aber... Da kommt unsere Eskorte. Wie ich versprochen habe, Prinzessin. Danke. Mein Prophet sagt mir, ihr seid auf unserer Seite. Euch kenne ich doch. Ihr seid die Schlange, die... Wir sind hier auf Geheiß der Horde. Ich bin Talysra und das ist Rokan. Vorstellungen machen wir später. Regelt alles ab! Das ist echt fieser Voodoo. Talysra? Ein Nullifikationsfeld. Ich kann nicht zaubern. Mir nach, los. Wir müssen hier weg. Ja, das wäre nicht schlecht. Wie kommen wir raus? Hier lang. Das wäre ein Fehler. Wir müssen in die andere Richtung. Wehe, das stimmt nicht. Ja, damit hätten wir das Feld gerade mal angepasst. Viel zu tun. Macht's kurz. Und ich denke, wir werden uns noch näher mit dem beschäftigen, was oder wer die zwei sind. Das sind auf jeden Fall Rassenkollegen von mir, um es mal so zu sagen. Das sind auch Trolle, so viel ist klar. Genau wie Rokan auch. Also es ist eine ziemlich trolllastige Mission anscheinend.
Nutalysra ist eine Nachtgeborene. Entdeckt Sturmwind. Ah ja, cool. Ist natürlich praktisch, dass ich jetzt Sturmwind auch entdeckt habe. So, weiter geht's. Noch ein paar, die sich hier angeboten haben. Also diese Verdammnis ist auch echt gut, um die Leute zu markieren, sodass meine Dämonen wissen, wen sie angreifen sollen. Warum nicht, Lyra? Niemand überrumpelt die siebte Legion. Stirbt, Hordenabschaum. Hey. Du kannst es uns jetzt nicht vorwerfen, dass wir Gefangene befreien, die politisch für uns anscheinend interessant sind. Ich meine, ich habe keine Ahnung, weil mehr hat Sylvanas uns nicht gesagt, aber hey. Freunde, nee, jetzt ist mir ein bisschen zu viel hier. Party. Jemand muss aufhalten. So, das wäre auch geklärt. Hier riecht's nicht angenehm. Wo führt der hin? Dem Troll zufolge. Nach draußen. Bitte, vergeudet noch mehr Zeit mit diskutieren. Ja, dann machen wir das doch. Also, wir haben auf jeden Fall einen Propheten und eine Prinzessin, wie es ausschaut. Überall wachen. Wir können hier nicht lange bleiben. Ich kann uns versteckt halten, solange keiner Dummheiten macht. Ich werde mir Mühe geben. Das Signal, Champion. Ich höre euch, Mann. Wir müssen hier raus, ich kann uns an den Wachen vorbeischmuggeln. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Auf geht's. Dann los. Bleibt zusammen wie ein Team. Was habe ich euch über Dummheiten gesagt? Ach so, ja, Entschuldigung. Hört auf abzuhauen. Noch einmal. Ich habe mich erst gefragt, was er meint. Aber ich schätze, es ging um meinen Dämon, der war sichtbar. Bürger von Sturmwind. Infiltratoren der Horde sind ins Verlies vorgedrungen. Zivilisten sollten in ihren Häusern bleiben, bis die Gefahr gebannt ist. Lasst uns ja nicht auffliegen. Auf Befehl des Königs. Dann sag doch demnächst Bescheid, wenn du losläufst, Alter. So. Wartet kurz. Weiter. Praktisch, diese Schurken. Können uns und sich einfach unsichtbar machen. So, hier müssen wir, glaube ich, mal einmal ausweichen. Hey, schnell. Was habe ich euch über Dummheiten gesagt? Ich habe keine Dummheiten gemacht, also chill. Gehen wir über die Brücke. Außer euer Prophet hat ein Problem damit. Keine Sorge. Was habe ich euch über Dummheiten gesagt? Wenn dein Leben in Gefahr ist. Ach, ich hab Wichtel um mich rum. Komm zurück, Mann. Rein in den Kanal. Sofort. Hä? Sofort. Huppala. Was habe ich euch über Dummheiten gesagt? Ja, deswegen meckert er die ganze Zeit. Kann ich mein Talent ändern? Nein. Bleib wachsam. Laut dem SE-7 ist der Feind in der Nähe der Burg gesehen worden. Sie können nicht weit sein. Eure Wachsamkeit ist unser Schutz. Ja, ich habe hier Wichtel, die die ganze Zeit um mich rumspawnen. Das ist natürlich eher blöd. Eine kleine Vorwarnung hätte nicht geschadet. Die war offensichtlich nicht Komm nötig. Komm zurück, Mann. Ich kämpfe für die, die sich nicht selbst schützen können. Keine Unterbrechung mehr bis zu den Docks. Sag, wenn's losgehen kann, Champion. Das ist das Einzige, was wirklich nervig ist. Ich habe hier diese innere Dämonenfähigkeit. Ihr beschwört passiv alle 12 Sekunden einen Wildwichtel, der für euch kämpft. Es besteht eine Chance von 10%, dass außerdem ein zusätzlicher Dämon beschwören wird, der euch für 15 Sekunden im Kampf unterstützt. Das hier kann ich nicht abwählen und ich wüsste nicht, dass ich das ausschalten kann. Ihr beschwört passiv, ja, das müsste ich mal recherchieren, weil das ist mir tatsächlich schon öfter mal passiert, dass eben genau das, dass diese Viecher um mich rum beschworen werden, einfach so, nicht so gut war.
Was kann ich für euch tun, Boss? Bei dem Tempo halten wir nicht lange durch. Wir müssen schnell zu den Docks. Sagt Bescheid. Kommt wieder, wenn ihr meine Hilfe... Los geht's. Bleibt zusammen. Die Trolle waren die Ersten, die über die Welt geherrscht haben. Und sie werden auch die Letzten sein. Okay. Ich meine, ich bin auch ein Troll, daher finde ich das jetzt nicht so komisch. Aber wenn ich jetzt Talysra wäre, hätte ich jetzt auch gedacht, okay, vielleicht bin ich hier falsch. So, die können uns zum Glück nicht aufstöbern. Naja, es scheint ja doch halbwegs zu klappen, trotz dieses Talents. Wenn ich mich an Rokan halte. Moment, wo sind die Wachen? Suhl ist relativ ruhig. Vielleicht ist es nix. Nun, nix ist es nicht. Hupsi. Worgen. Hallo. Es sind zu viele. Die Barriere wird nicht halten. Macht sie kalt, bevor sie durchbrechen. Okay. Ich habe sie gefunden, mein König. Ich bringe euch ihre Häute als Trophäe. Dann beschwöre ich mal wieder hier meinen Dämon. Wir müssen hier weg. Wendet nicht meine Zeit, unbedeutende Kreaturen. Gen Graumähne, Anführer der Worgen, hatte ich schon erzählt. Vorsicht. Und ehemaliger, beziehungsweise König von Gilneas, aber Gilneas gibt es auch nicht mehr. Ich glaube, Gilneas hat auch Sylvanas kaputt gemacht. Zumindest hat sie es angegriffen und ja. Das kann man spielen, wenn man Worgen erstellt, habe ich auch schon mal gemacht. Wir müssen Deckung suchen! Ja, dann machen wir das doch. Sieh an. Das kann ich brauchen. Warum Gen sich allerdings so weit zurückhält, ist mir nicht ganz klar. Ich meine, er kommt zwar, aber sehr langsam. Aber gut, so haben wir wenigstens die Chance, hier in Ruhe zu kämpfen und dann zu entkommen. Wir müssen zurück zu den Kanälen. Mir nach. Hier wollt ihr nicht weiter. Was denn nun schon wieder? Ich wusste, die Horde kann grausam sein. Rücksichtslos in ihrem Streben nach dem Sieg. Aber das... Das ist Irrsinn. Ihr werdet hier sterben. Und ein namenloses Grab wird alles sein, was von euch bleibt. Hallo, Lady Jaina. Ein Kampf wäre ausweglos. Lauft! Also, wir haben Jaina und wir haben Gen und wir sind nicht so viele. Die wollen uns einkesseln. Das dürfen wir nicht zulassen. Hier, unsere Freunde sind aber ziemlich ruhig, habe ich das Gefühl, dafür, was hier gerade los ist. Aber naja. Und der Prophet scheint ein ganz interessanter Kerl zu sein. Man sollte meinen, eine Stadt aus Stein ist weniger entzündlich. Ihr seid echt ein grausamer Feind, Suhl. Ja, das kann man sagen. Er hat gerade Feuer gelegt mit einer Fackel. Einfach so. Ach so, da ist noch einer. Entschuldigung. Habe ich nicht gesehen. Der Hafen. Wir müssen weiter. Hallo, Nathanos. Also das ist ein vollendetes Desaster. Tut nicht so, als würdet ihr euch nicht freuen, uns zu sehen. Ich bin verzückt. Wirklich. Gehen wir. Auf euer Zeichen. Gut. Ihr habt eine schlafende Stadt sehr, sehr wütend gemacht. Verplempert mir besser keine Zeit mit Schuldzuweisungen, ja? Ich bin bereit. Achtung. Die Vorzeigediplomatin der Allianz scheint diesmal keine Gefangenen zu machen. Nee, sieht so aus. Jaina ist anscheinend ein bisschen sauer. Autschi. Nix passiert. Hm.
Und jetzt, Freunde? Machen wir das kaputt hier? Bis hierher und nicht weiter! Geht nicht. Sie blockiert unseren Fluchtweg! Hört auf zu gaffen und durchbrecht das Eis! Jo, wird gemacht. Ihr werdet in dieser Stadt keinem mehr Leid zufügen. Hä, wir haben... Sterbt, Horden Abschaum! ...gar nicht so viel Leid zugefügt. Mein Lua erhört uns. Mächtiger Rezar, leiht mir eure Kraft. Was machen wir hier gerade? Segen von Rezan. Ah ja. Schaden verringert und wir machen mehr davon. Gehen wir. Ich kenne zwar keinen Rezan, aber ich schulde ihm meinen Dank. Ihre Streitkräfte müssen aus Lordaeron zurück sein. Wie überwinden wir so viele? Dafür wurde gesorgt. Seht selbst. Irgendwas haben sie explodieren lassen, wie es ausschaut. Was ist? Naja, okay. Ich bin von ihnen verlassen. Haben wir noch ein paar Ritter von Sturmwind und Schildwachen von Teldrassil. Ja, Teldrassil hatte ich, wie gesagt, gibt es ja nicht mehr. Danassus war die Hauptstadt auf dem Weltenbaum Teldrassil. Weltenbaum hieß das Ding so, auf jeden Fall auf diesem riesigen Baum da. Der Weltenbaum hieß ja eigentlich Yggdrasil, aber das ist wieder eine andere Mythologie. So. Wir müssen uns jetzt halt hier rauskämpfen, das dauert ein Momentchen. Das, genau, die hatte ich noch nicht. Gerade keine Seelensplitter. Also zum Dämonenbeschwören brauche ich immer diese Splitter da unten und die kriege ich durch einfaches Angreifen und teilweise regenerieren sie sich von selber, zumindest bis zu 3. Und dann kann ich die hier verwenden, zum Beispiel für den hier verbrauche ich die und dann beschwöre ich Zeug. Der zündet auch alles an hier. Genau, stellt euch mal alle auf einen Ort. So. Zu welchem Schiff müssen wir? Zu dem da unten, ne? Das heißt, die hier müssen wir auch noch besiegen. Dann stellen wir mal wieder Seelensplitter her, beschwören ein paar Dämonen. Das Fleisch von ihren Knochen. Ja, Talkiel, wir sind dran. So. Ja, ja, der Bonus, der nervt mich noch eine Weile nerven. Lasan, der schlaue Elchmacker. Ich brauche 20 dieser Vögel. Sehr schön. Es sind nicht mehr so viele übrig. Wir sind auch fast bei unserem Schiff. Ja, hier sind schon wieder Dämonen erscheinen. Ich finde das immer ganz cool. So. Die steht auch nicht mehr lange. Sie folgen uns nicht? Nö. Nein. Aber ich glaube, ich weiß warum. Seht. Hallo, Jaina. Ihr habt viele Unschuldige getötet. Aber hier endet euer kleiner Ausbruch. Ergebt euch und ich bringe euch ins Verlies zurück, wo ihr hingehört. Dort wartet ihr auf das Urteil des Königs. Bei allem Respekt, wir verpassen unser Schiff. Dann sterbt.
Nur nicht so voreilig. Ihr könnt uns überwältigen und vermutlich auch töten. Aber die Uhr tickt. Nein, das kann nicht sein. Mir scheint, die Hilfe von einem Magier mit euren Fähigkeiten käme gerade sehr gelegen. Das hier ist noch nicht vorbei. Ja, den möchte ich echt nicht zum Feind haben. Wer euch ärgert, dem sollen die Loa beistehen, Sue. Ich glaube, das Wort, das ihr sucht, ist Danke. Kommt, wir segeln nach Suldasar. Nein, ich habe Befehle, euch zum Kriegshäuptling zurückzugeleiten. Tja, das ist mein Schiff. Also werdet ihr eure Pläne wohl ändern müssen. Das können wir unterwegs diskutieren, Eure Hoheit. Ja, okay. Wir sollten uns auf den Weg machen. Da unten sind so Heinis, die sich kloppen. Reden wir mal mit Prinzessin Talanji. Ganz gleich, wie die Wünsche eures Kriegshäuptlings lauten, ich muss zu meinem Volk zurück. Wir reisen nach Suldasar, denn das ist mein Schiff und eure einzige Möglichkeit, aus Sturmwind rauszukommen. Passt euch daran was nicht. Keineswegs. Let's go. Zandala ist immer da. Zandala ist immer da. Es scheint, die Allianzköter haben unsere Fährte verloren. Gut, gut. Unsere Reise ist schon bald vorbei. Ich hoffe, Silvanas Vertrauen wird nicht enttäuscht. Sie wirkt echt ziemlich machtvoll. Souverän. Immer Herrin der Lage. Es ist eine Ehre, meiner Königin zu dienen. Meine Prinzessin ist auch willensstark und von sich überzeugt. Unser König hat mit ihr immer so seine Schwierigkeiten. O mächtiger Rezan, ich wusste, ihr kommt, wenn ich Rat erflehe. Sprecht, und ich erhöre euch. Ich bring uns Hilfe von der Horde. Aber mein Vater würde mein Handeln sicher verurteilen. Leitet mich. Ihr seid der Loa, der Könige und Königinnen. Meine Augen sehen viel. Sie sehen eure Kühnheit, eure Macht und Feinde. Die beides fürchten. Und die, die nach eurem Untergang trachten, sind hier. Autsch. Wir brauchen Deckung. Kurs auf die Nebelbank. Die Segel. Wir haben keinen Wind. Wir laufen voll Wasser. Willkommen. Da wären wir. Ja, so sieht's aus. Der große Rezan. Der Loa, der Könige. Ich weiß gar nicht, was sie noch gesagt hat. War das nur noch Königinnen? Also,
Keine Ahnung. Wir wären angekommen in Zandala. Beziehungsweise in Zuldazar. Ja, willkommen. Und auf Wiedersehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier. Bis dann. Ciao.